Fritz H. Punkt. Seine Lebensgeschichte Teil 2 Südfront Italien Monte Cassino 1943-1944 Nach den ersten beiden Hochgebirgseinheiten, die es nicht mehr gab, wurden zwei weitere aufgestellt. Ich wurde dem 4. bataillon zugeteilt. Bekam man die Südfront nach Italien und wurden vorerst der ersten Fallschirmjägerdivision unterstellt. Einsatzgebiet Grüne Hölle Monte Cassino. Hier fanden die schwersten Kämpfe des Zweiten Weltkrieges statt. Unsere Stellung lag am Vorderhang, gegenüber dem Kloster, und als Quartier diente der Keller einer Hausruine. Gleich am ersten Tag fand ich im Strom meines Lagers einen Skorpion, mit dem ich aber nicht in Berührung kam, da ich im Schlafsack lag. Dafür hatte ich mit vielen Mäusen Freundschaft geschlossen, die in den warmen Schlafsack kamen, am Fußende nicht raus konnten und wieder zurück mussten. Ich habe mich aber so bewegt, dass ich keine erdrückte. Im Kloster hatten viele Zivilisten aus der Stadt Cassino Zuflucht gefunden und befand sich kein deutsches Militär dort. Trotzdem zerbombten die Amis das Kloster total. Viele Mönche und Zivilisten starben. Letztendlich ging uns die Munition aus und wir konnten keinen Widerstand mehr leisten. Die Amis wussten das. Sie fuhren in der Nacht provokant mit Scheinwerferlicht in ihren Stellungen, um ihren Nachschub auszuladen. Unsere Stellungen wurden daher geräumt. Doch kam kurz darauf ein persönlicher Befehl von Hitler: Die Front muss unbedingt gehalten werden. Es ging daher wieder zurück in die Verteidigungsstellung. Wie zu erwarten mussten wir uns nach einigen Stunden endgültig zurückziehen, da wir praktisch wehrlos waren. 20.000 Deutsche und 12.000 alliierte Soldaten starben in der Hölle von Cassino, die ich mit Glück überlebte. Kurze Anmerkung meinerseits, laut Listen sind es 55.000 Verluste auf alliierter Seite und 20.000 auf deutscher Seite gewesen. Abrutzen. Für uns Hochgebirgsjäger errichteten schon vorher Pioniere eine neue Höhenstellung in den Abruzzen am La Majella zum Monte Amaro in 2793 Meter Höhe. Dies waren bodengleich abgedeckte Erdbunker für je eine Gruppe. Nur durch ein kleines Schneeloch kam man nach außen. Bei starkem Nebel erfolgte der Aufstieg mit Fällen auf den Brettern. Der Abstand zum Vorderbahn war relativ kurz und auf einmal war der Kamerad vor mir weg. Er kam dem linken Abgrund zu nahe und stürzte über 100 Meter in die Tiefe. Er war nicht zu retten. Pritschen aus Rundholz waren unser hartes Lager, aber Schlafsäcke aus Schafpelz erhöhten den Komfort. Die hätten wir im Kaukasus gebraucht. Weihnachten 1943 feierten wir in diesem Erdbiwak. Jeder bekam eine Flasche Schnaps und Zigaretten. Alkohol kam für mich nur als Medizin in Frage und Zigaretten tauschte ich als Nichtraucher, wenn möglich, gegen Schokolade ein oder ich verschenkte sie. Gegen mein Prinzip, wir lebten ja sehr gefährlich, trank ich diesmal doch und weil ich nichts vertrug, bekam ich den ersten Rausch meines Lebens. Das war ganz arg, denn im Schlafsack liegend musste ich mich übergeben. Und konnte diesen nicht mehr verwenden. Ich schwor mir nie wieder. Ich musste mit einer Decke auskommen und habe eine Woche ordentlich gefroren. Dann verfolgte mich ein weiteres Pech. Zum Essen holen wurde, wegen der laufend über uns kreisenden Jagdflieger, immer in der Abenddämmerung mit den Brettern zum Kompaniestand gefahren. Zu zweit fuhren wir am 7. Januar 1944 etwas zu früh weg, und auf einmal waren zwei Jäger über uns. Es stand zwei gegen zwei, und nur durch rasches Abfahren hatten wir eine Chance, den 2,5 cm Bordkanonen zu entkommen. Meinem Kameraden gelang das auch, aber ich stürzte durch einen Riss der Bindung und blieb liegen. Eine schmerzhafte Knie- und Knöchelverletzung bemerkte ich vorerst nicht. Durch die weiße Tarnseite des Anoraks und die eintretende Dämmerung war die Zielgenauigkeit der Jagdflieger nicht mehr so gut. Und sie verfehlten mich ganz knapp. Dann drehten sie ab, weil sie sicher glaubten, ich sei getroffen. Das meinte auch mein Kamerad, der gut beim Kompaniebefehlstand ankam und mich als Gefallen meldete. Aber ich hatte überlebt und schleppte mich in der Bauchlage zum Glückberg ab, in über einer Stunde in der eingetretenen Finsternis zum Befehlstand. Man war freudig überrascht, weil ich den Jägern entkommen konnte. Im Steinhaus wurde nur der Keller benutzt, da es tagsüber auch von den Fliegern angegriffen wurde und alle Fenster und der Eingang zerschossen waren. In der nächsten Nacht brachte man mich im Accia zum Hauptverbandsplatz und dann ins Lazarett nach San Valentino. Nach einer Woche kam ich zu meiner Kompanie zurück. Der Rückzug war in vollem Gange und ich musste als Gruppenführer der Nachhut, also Opfertruppe, die Kompanie absichern. Dabei wurden wir bei San Pretro, Vico, Nel Lazio und Rocca, die Botte, in gefährliche Nahkämpfe verwickelt. Vier meiner Schützlinge starben. Es war der erste Einsatz ganz junger Leute vom letzten Aufgebot, die große Angst hatten. Es gelang uns trotzdem, die Kompanie aus der Gefahrenzone zu bringen. Dafür wurde ich als Gruppenführer mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Mein Stolz hielt sich in Grenzen. Es war aber lieber als ein Holzkreuz auf dem Heldengrab. Die Gefallenen hätten den Orden eher verdient. Ich hatte wieder einmal überlebt und hoffte nur, dass dieses Völkermorden endlich aufhört. Sollte ich diesen Krieg überstehen, würde ich permanent der Jugend dieses unwürdige Sterben unschuldiger Menschen aufzeigen. Das nahm ich mir ganz fest vor. 1944. Rückzug Panzerhorror Riviera Partisan Von den Bergen im Rückmarsch zurück ins Tal. Für uns Gebirgsjäger ungewöhnlich, wurden wir von Ami-Panzern eingeholt und waren mitten unter ihnen. Eines der schrecklichsten Erlebnisse dieser Situation war, als einem Kameraden der Bauch aufgerissen wurde und er seine Gedärme in den Arm hielt. Unser Sanitäter führt ihn aufrechtgehend zwischen den Panzern zum nahen Wald. Wo er aber zusammenbrach und starb. Das war selbst dem Sanitäter zu viel. Er betrank sich später ordentlich. Ich blieb nicht in der Erdlochstellung, sondern versuchte im toten Winkel der Panzerwaffe den schützenden Wald zu erreichen, was mir auch gelang. Andere Kameraden blieben. Sie wurden von den Kolossen durch Drehen mit den Antriebsketten lebendig begraben oder erdrückt. Ich habe wieder einmal überlebt. Von Juli bis September 1944 wurden wir im neuen Einsatzgebiet an der Riviera zwischen Genua und Sanremo gegen Partisanen eingesetzt. Im Hinterland von Arma di Taglia musste ich als MG-Schütze 2 mit einer Gruppe von 10 Mann an einem Spätrupp teilnehmen. Bei Badaluco gerieten wir in einen Hinterhalt und mein Schütze 1 ein Oberjäger starb neben mir durch einen Kopfschuss. Ein Streifschuss an der Stirn ließ mich am Leben. Eine Brandwunde durch den heißen Lauf des MGs, der sich übernahm, war nur eine Kleinigkeit. Auf einer Stufenterrasse oder der Straße und dem Flussbett konnte ich mich in einem Bewässerungsgraben am Vorderhang in Sicherheit bringen. Dabei verlor ich das MG, nachdem ich vom Gegenherrn über die Straße unter Beschuss genommen wurde. In der engen Wasserrinne liegend staute ich mit meinem Körper das Wasser und musste zum Atmen immer den Kopf heben. Sofort wurde wieder gefeuert. Mein Glück war wieder einmal die Dämmerung, so dass ich nicht getroffen wurde. Als es dann dunkel wurde, begab ich mich in das Flussbett, das am Rand mit dichten Büschen bewachsen war. Ich verhielt mich ganz ruhig und harte der weiteren Dinge. Von meinen Kameraden hörte und sah ich nichts mehr. Nach einiger Zeit kam auf der Straße ein Geistlicher und rief ins Flussbett hinunter: Kamerata, komm, Niete kaputt. Das wiederholte er einige Male. Ich meldete mich nicht und er verschwand dann auch. Die Straße war zu gefährlich, deshalb erkletterte ich eine Felswand, um in ein sicheres Gelände zu kommen. Auf einem Waldweg kam ich bald zu einer Hütte, die ich vorsichtig mit der Pistole in der Hand betrat. Ich überraschte zwei Zivilisten, die verdutzt die Hände hoben. Einer hatte einen Kniedurchschuss und wurde vom anderen betreut. Einem Gewehr, das sie bei sich hatten, entnahm ich das Magazin und sagte, sie sollten die Hände runternehmen. Ich bin Österreicher aus Wien und ihr habt von mir nichts zu befürchten. Walzer, die Strauss, hörte ich einen sagen und wir waren alle beruhigt. Ich nahm mir den schwarzen Arbeitsmantel des einen und ein Halstuch. Das ich dann als Kopftuch zu meiner weiteren Tarnung verwendete. Da sie kein Funkgerät hatten, konnte ich meinen Weg unbedenklich fortsetzen. So kam ich nach langem Marsch als einziger Überlebender zu meiner Kompanie zurück. Trotzdem bekam ich wieder Schwierigkeiten, weil ich nur mich und nicht auch das MG retten konnte. Mein Überleben war mir aber wichtiger, was diesmal auch anerkannt wurde. Mit meinem Freund Karl, einem sehr bekannten Bergsteiger, trainierte ich auf einem großen Felsblock. Dabei zog ich mir beim Absprung, in meinem ohnehin beim Fliegerangriff verletzten Knie, einen Beniskusriss zu. Auf Umwegen über einige Sanitätsstationen landete ich in Cortina de Ampenso, wo ich operiert wurde. Eines Tages besuchte uns Luis Tränker. Grüß Gott, da bin ich und bringe euch an. schönen Bergfilm mit. Er begrüßte jeden Patienten per Handschlag und zeigte uns den Film. Anschließend konnten wir mit ihm diskutieren. Vom 5.12. bis 20.12.1944 erhielt ich einen Genesungsurlaub nach Wien. In dieser Zeit war es in der Stadt auch nicht ungefährlich, denn jeden Tag gab es Fliegeralarm und vielen Bomben vom Himmel. Als ein Flugzeug über uns abgeschossen wurde, konnten sich einige mit dem Fallschirm retten. Ein Ami blieb mit dem Schirm an der Dachrinne eines zweistöckigen Wohnhauses in der Hetzendorfstraße hängen und schwebte hilflos circa fünf Meter über dem Boden. Ein älterer Zivilist half mir, den Mann herunterzuholen. Zwischendurch kamen andere Leute dazu und wollten den Flieger lünchen. Das konnte ich aber als Uniformierter mit Pistole bewaffnet verhindern. Eine Militärstreife nahm ihn dann in Empfang. Nach Ablauf meiner Genesung kam ich zu einer Ersatz- und Ausbildungskompanie nach Kufstein. Da hatte ich als Kompanieschreiber die Aufgabe, Frontabstellungen durchzuführen. Nach Listen, die ich bekam, musste ich die Unterlagen für die Frontleitstelle ausfertigen. Diese brachten Kuriere nach Innsbruck. Die Soldaten bekamen nun die Fahrpapiere mit, damit sie nicht desertieren konnten. Ein Freund wollte unbedingt seine Militärzeit beenden und ersuchte mich, ihm zu helfen. Ich sollte seine Papiere nicht weiterleiten. Das machte ich und hörte dann nichts mehr von ihm. Während eines Luftangriffes lernte ich im Luftschutzstollen unter der Festung Kufstein ein nettes Mädchen kennen. Die Eltern ihres früheren Freundes hatten ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn gefallen sei. Sie fühlte sich also frei und begann eine Beziehung mit mir. Nach einem Monat musste ich Kufstein wieder verlassen. Nach schwerem Abschied ging es nach Völkermarkt in Kärnten und weiter nach Hieflau in der Steiermark. Da sollten wir Jugendliche und Kinder für den letzten Abwehrkampf ausbilden. Es kam aber nicht mehr dazu. Die Alliierten waren von allen Seiten im Vormarsch. Es ging dem Ende entgegen. Wir waren in einem Gasthaus untergebracht und in der Schreibstube hatte ich mit zwei Helferinnen aus dem Ort die Schreibarbeiten der Kompanie zu erledigen. Standgericht Hieflau Hier hatte sich ein Standgericht etabliert, das Soldaten, die ohne Papiere angetroffen wurden, als Deserteure zum Tode verurteilt. Eines Tages kam Zwei SS-Männer und fragten nach mir. Da ich nicht anwesend war, sollte ich mich umgehend auf der Kommandatur melden. Arglos begab ich mich nach meiner Rückkehr ins sogenannte Kettenhaus. Zwei Mann mit der MP in meinem Rücken brachten mich zum Kommandeur. Nach meiner Meldung fragte ich, warum ich gerufen wurde. Er schaute mich nur an und sprach kein Wort. Ein Wink und ich wurde, noch immer nicht wissend warum, in einen großen Raum geführt. Als die Tür geöffnet wurde, lagen der Soldaten unterschiedlichster Waffengattung und Dienstgrade auf dem Terrazzofußboden. Dann stand einer auf und mir wurde dabei ganz anders. Es war mein Freund, dem ich in Kufstein geholfen hatte, abzuhauen. Ohne dass ich es mir anmerken ließ, rief er etwas lauter, um meine innere Unruhe zu unterdrücken: Ja, was machst du denn da? Das kann doch nur ein Irrtum sein. Er sagte, dass er seinen Marschbefehl verloren hatte und er daher nicht nachweisen konnte, wohin er sollte, als er aufgegriffen wurde. Man verurteilte ihn als Deserteur zum Tode durch Erschießen. Durch Zufall hatte er erfahren, dass unsere Kompanie, der er vor seiner Abstellung angehörte, hier war. Er hat mich bezüglich meiner Hilfe nicht verraten und bat mich, den Kompaniechef zu informieren. Das war seine letzte Chance, dem Todesurteil zu entgehen. Er gab mir die Adresse seiner Eltern, eine Rasierseife und einige Kleinigkeiten, die er nicht mehr benötigte. Da er mich nicht verraten hatte, ließ man mich gehen. Ich sagte dem Kompaniechef Bescheid, der auch sofort zum Standgericht eilte. Er wurde aber nicht empfangen und sollte am nächsten Tag wiederkommen. Das hat er auch gemacht, konnte aber meinen Freund nicht frei bekommen. Nur ein Aufschub der Hinrichtung erreichte er. Die Exekution fand oberhalb Hieflau in der Wandau statt. In einer Mulde hinter der Kapelle wurden die Todeskandidaten erschossen. Sehr spektakulär war dann folgendes Ereignis. Unter den Verurteilten war auch ein Ritterkreuzträger namens Schneeberger aus dem Radmeer in der Nähe von Hieflau. Er kannte die örtlichen Verhältnisse der alten Straßen sehr gut. Als er mit den anderen Häftlingen zur Hinrichtung geführt wurde, sprang er neben einem Überhang in Richtung Enz hinunter. Die Eskorte hatte kein Schussfeld und er entkam. Einige Tage später hat er den Kommandeur, der ihn zum Tode verurteilte, mitten in Hieflau erschossen. Das erfuhr ich erst nach 1970 in Garming von unserem Rauchfangkehrmeister. Es war fünf Minuten vor zwölf, das Kriegsende stand bevor, und für die Stunde null stellte ich im Einvernehmen mit dem Kompaniechef Interessengruppen je nach Heimatort oder sonstigem Wunschziel zusammen. Den Wagenpark und die Lebensmittel teilte ich auf und alle strebten ihrem Ziel entgegen. Ich wollte nicht wie mein Vater im Ersten Weltkrieg in Sibirien landen und schloss mich einer Gruppe in Richtung Westen an, wo ich ein liebes Mädchen verlassen musste. Es begann eine Odyssee zurück nach Kufstein. Für Verwundete und Kranke war in den letzten Tagen eine Order vom Oberkommando durchgekommen, dass sie entlassen werden könnten. Die Papiere mussten aber mit der richtigen Geschäftszahl, die uns geheim übermittelt wurde, versehen sein. Mit dem Ausstellen dieser Entlassungsscheine hatten wir in der Schreibstube viel zu tun. Einige nutzten die Gelegenheit, um sofort zu verschwinden. Darunter war auch der Feldwebel W. aus Kitzbühel. Er wusste, dass ich nach Kufstein wollte und lud mich ein, bei ihm vorbeizukommen. Mit meiner Gruppe marschierte ich durch das Gesäuse über Admont bis Litzen. Zum ersten Mal sahen wir rot-weiß-rote Fahnen. Leider wurden wir von den Amis gefangen genommen, in ein Erdlager gesteckt und nach einer Nacht auf offenem LKW verladen. Mit ungewissem Ziel fuhren wir Richtung Führenpass. Jeder LKW hatte über dem Beifahrersitz einen runden Ausschnitt mit einem montierten Maschinengewehr. So konnte jeweils der Vorderwagen überwacht werden zweimal Flucht aus der Gefangenschaft. Ich hatte mich ganz rückwärts platziert, in einer Kurve außer Sicht des folgenden Transports sprang ich ab und rollte mit meinem Rucksack über die Böschung in den Wald. In Dietzen stand ein Lazarettzug in Richtung Westen, den ich erreichen wollte. Das gelang mir auch. Meine linke Hand hatte ich wegen einer Schnittwunde verbunden. Ich wurde von einer Rotkreuz Schwester aufgenommen und konnte bis Kitzbühel mitfahren. Feldwebel war gut nach Hause gekommen. Ich durfte die Badewanne benutzen und die Nacht im weiß überzogenen Bett schlafen. Jetzt kann nicht mehr viel passieren, dachte ich. Kufstein kommt immer näher. Bekleidet mit einer kurzen Hose und einem schwarzen Pullover setzte ich meinen Marsch fort. Der Wegs nach St. Johann wurde ich von einer Zivilstreife mit rot-weiß-roter Armbinde angehalten. Ich zeigte meinen Entlassungsschein der mir zwar bei den Amis nichts nützte, aber bei unseren Leuten weiterhelfen sollte. Es wurde mir gesagt, dass dieser Schein keine Gültigkeit mehr hatte, sie ließ mich aber laufen. In St. Johann traf ich deutsche Soldaten mit einem LKW und fragte, wohin sie fahren. Ein Oberzahlmeister führte die Gruppe an und ließ mich aufsteigen, als ich fragte, ob ich bis Kufstein mitfahren könnte. Die böse Überraschung kam in Elmau wo wir vor einem Army-Posten Halt machten und wieder in das Gefangenenlager kamen. Aus unerklärlichen Gründen hatte mich der Zahlmeister reingelegt. Er saß neben dem Fahrer und bevor ich aussteigen konnte, war ich abgesprungen, zog mir den Kerl herunter und schlug ihm vor den Posten KO. Der Arme lächelte nur, aber ich war wieder im Lager und tauchte sofort in der Menge unter. Listenmäßig war ich nicht registriert und hoffte wieder fliehen zu können. Angesichts der Erdlöcher als Nachtquartiere waren meine Gedanken noch im weißen Bett in Kitzbühel. Die Realität bescherte mir aber eine Nacht in Tiroler Erde. In der Frühe sah ich einen Eisenbahner aus dem Kommandozelt kommen. Er hatte ein Schriftstück in der Hand und strebte dem Ausgang zu. Er sagte mir, dass er nicht als Kriegsgefangener behandelt werde und er von Söll, wo sich ein anderes Lager befand, mit einem Transport in seine Heimat fahren könnte. Mit seiner Eisenbahneruniform hatte er es leicht, dachte ich. Er war inzwischen beim Posten angekommen, sein Dokument wurde kurz geprüft, dann konnte er anstandslos passieren. Da sah ich eine geringe Möglichkeit auch aus dem Lager zu kommen und ging in gewissem Abstand hinter ihm her, so dass der Posten dann zwischen uns war. Als indirekter Befreiungsversuch rief ich ihm nach, er solle doch auf mich warten, damit wir gemeinsam nach Soll gehen. Der Eisenbahner kapierte sofort und blieb stehen. Ich war gespannt, ob mich die Wache durchlässt. Mein schwarzer Pullover passte eigentlich zum Eisenbahner. Um Ruhe zu demonstrieren, blieb ich kurz vor dem Ausgang stehen, band mir scheinbar ein aufgegangenes Schuhband und bewegte mich dem Ausgang zu. Ich zeigte auf den Eisenbahner, der auf mich wartete und sagte nur: "Soll." Der Posten wiederholte "Soll" und ließ mich passieren. Ich war überglücklich und dankte dem Zufall mit dem Eisenbahner. Gemeinsam gingen wir bis außer Sichtweite, und ich marschierte dann möglichst ungesehen weiter. Nun war mein Ziel Kufstein. Das war noch zehn Kilometer entfernt, und ich freute mich auf ein Wiedersehen mit meinem Mädchen. Beim Bauern machte ich Rast, wurde bewirtet und gleichzeitig vor Amistreifen gewarnt, weil sich im Kaisergebirge noch Erst Männer verschanzt hatten. Die Straße sollte ich meiden. Nur über eine Brücke müsste ich noch. Mit dem Bewusstsein, dass noch immer Vorsicht angebracht sei, bedankte ich mich für Speck und Brot. Mit frohem Mut ging ich los, kam gut voran und näherte mich bald der erwähnten Brücke. Daneben war das Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Niemand war zu sehen. Arglos kam ich näher und wollte rasch diese kritische Hürde nehmen. Fast auf gleicher Höhe bemerkte ich mit Schreck, den man mir aber nicht anmerkte, in der Hütte eine Army streife sitzen. Das einzige, was du jetzt machen kannst, dachte ich, setz dich dazu. Es waren fünf oder sechs Mann, die mich auch verwundert betrachteten. Ich öffnete den Rucksack, entnahm ein Stück Brot, das ich äußerlich ruhig aß. Wir tauschten einige Worte, in die ich Girl, Family, Kufstein einbaute. Zu lange darf ich aber nicht bleiben, dachte ich und machte langsam, aber umständlich den Rucksack zu, stand ebenso langsam auf und deutete in Richtung Kufstein. Ein Ami deutete auch dahin und sagte Kufstein. Erleichtert, aber mit weichen Knien bewegte ich mich in die begehrte Richtung und sie hinderten mich nicht. Außer Sicht war ich dann schneller unterwegs, musste aber noch über eine Brücke, die ich dann gefahrlos überschritt. Es war bereits dunkel, als ich gut in Kufstein ankam, wo die Familie wohnte. Die letzte Kugel überlebt. Meine Odyssee ist zu Ende, dachte ich und betrat aufgeregt das Haus. Dann kam unvermutet aus dem Untergeschoss ein schwarzer und ein weißer Soldat, die ebenso wie ich überrascht waren, die stiegen aus dem Untergeschoss herauf. Der Weiße richtete seine Waffe auf mich und drückte ab. Der Schwarze mit höherem Dienstgrad lenkte die Waffe des anderen nach oben, so dass ich nicht getroffen wurde. Oft habe ich dem Tod in die Augen geschaut, aber so nah war ich noch nie gewesen. In meiner Vorfreude hatte ich in der Dunkelheit Verbotstafeln übersehen. Die Bewohner waren ausgesiedelt, um Besatzungsquartiere zu schaffen. Mein Lebensretter sagte, Come on, Boy, nahm mich an der Schulter, zeigte mir die Verbotstafeln und führte mich aus der Gefahrenzone. Die halbe Nacht suchte ich die Familie und wurde letztendlich in einem Heustadel fündig. Ich hatte überlebt und mein Ziel erreicht. Das Wiedersehen war sehr freudig. Nach etwa einer Woche wurden wir von der Gemeinde bei einer Familie, die eine große Wohnung hatte, in einem Zimmer untergebracht. Den letzten Wehrsold erhielten wir in Hieflau in kopiertem Geld. Das wollte niemand nehmen, also ging ich auf die Bank, um es einzutauschen. Nach einer Wartezeit tauchte die Polizei auf und verhaftete mich. Etliche Telefonate klärten die Sache. Man entschuldigte sich und ich erhielt echtes Geld. Damit ich Lebensmittelkarten bekam, musste ich mich anmelden und bekam von der Gemeinde eine Arbeitsstelle zugewiesen. Bei einer Baufirma hatte ich als Vorarbeiter, mit Gefangenen Bombenschäden zu reparieren. Eines Tages sprach mich vor der Baustelle der Bäckerei eine Frau mit meinem Namen an. Es war die Inhaberin einer kleinen Zuckerfabrik, die sie in der Kinigergasse, wo ich in Wien wohnte, betrieb. Etwas verwundert war ich, denn früher war sie unserer Arbeiterfamilie gegenüber immer sehr reserviert gewesen. Aus Wien war sie vor den Russen geflüchtet und fragte mich, ob ich ihr nicht ein wecken Brot verschaffen könnte. Das ist mir auch gelungen und ich hörte nichts mehr von ihr. In Kufstein lernte ich auch den Skihersteller Franz K. und den bekannten Fußballstar vom österreichischen Wunderteam Binder kennen. Er war dabei, eine Mannschaft aufzubauen und zu trainieren. Ich tauschte mit ihm eine Fahrradbereifung gegen einen Lodenstoff für einen Trachtenanzug. Im Oktober 1945 erhielt ich einen alliierten Entlassungsschein und konnte mich schon viel freier bewegen. Aber das Schicksal nahm seinen Lauf. Dann eines Tages kam überraschend der totgeglaubte Verlobte meiner Freundin wohlbehalten zurück und mir war klar, dass ich das Feld räumen musste. Heimkehr nach Wien. Mit den alliierten Papieren kehrte ich daher nach Wien zu den ohnehin sehr besorgten Eltern zurück. Erst jetzt konnte ich mich nach meinem Freund, der in Hieflau zum Tode verurteilt wurde, erkundigen. Seine Eltern waren Inhaber des Hotels in der Maria-Hilfer-Straße. Durch den Aufschub, den unser Kompaniechef erwirkt hatte, war er und die anderen Todeskandidaten in den letzten Tagen vor dem Kriegsende nach Eisenerz verlegt worden. Dort befand sich ein Lager, welches mit Kriegsende geöffnet und die Gefangenen freigelassen wurden. Allerdings schossen fanatische nazi -Schergen den Häftlingen mit MG-Salben nach und es gab noch viele Tote. Mein Freund hatte Glück und überlebte. Er kam gut nach Wien zurück, beendete sein Studium und wurde Diplompsychologe. Nach meiner Heimkehr erfuhr ich, dass zwei meiner Freunde als Widerstandskämpfer hingerichtet wurden. Wir waren gemeinsam beim Touristenverein Die Schwarzen Steiner. Wir wussten nicht, dass der Verein ab 38 von der Gestapo überwacht wurde. Nähere Umstände sind bis heute unbekannt. Eine Gedenktafel vor der Floridsdorfer Lokomotivfabrik. Wo sie beschäftigt waren, erinnert an dieses Schicksal und erst jetzt, im März 2013, wie es auch im Fernsehen zu sehen war, wurde am Zentralfriedhof ein Gedenkstein mit dem Namen vieler Nazi-Opfer aufgestellt. Fritz und Ferry waren die besten Bergkameraden und wunderbare Menschen. Vom österreichischen Bundesheer erhielt ich später ein Angebot als Heeresbergführer, aber ich lehnte ab. Dieser wahnsinnige Krieg, gefördert durch Massenpsychose und den herrschenden sozialen Verhältnissen, hatte mir einige Jugendjahre gestohlen, aber ich habe mit viel Glück überlebt.